So, da sind wir dann auch schon wieder bei der ersten Kartoffelernte. Ich denke, wir machen jetzt noch zwei rein, dann haben wir erstmal genug Kartoffeln. Auf jeden Fall ist das auch ein prima Nahrungsmittel. Vor allem auch schnell geerntet, schnell gemacht. Kostet zwar ein bisschen Kohle, aber mein Gott. Die Möhren kann man hochknabbern, machen zwei Brote voll. Oder Fleisch oder Burger oder was auch immer ihr da habt. So, jetzt ernten wir nochmal genug Möhren, dass wir das Feld voll kriegen. Danach machen wir einfach mal unsere Aufgabe weiter. Spritzt es förmlich Möhren, wird das im RL auch mal so gehen, dass man da einfach durchrennt, die Möhren aus dem Boden prügelt und sie dann auf dem Boden liegen und man sie automatisch aufsammelt. Würde wahrscheinlich viel Energie sparen, denn dann bräuchte man wirklich keine großen Maschinen zur Ernte von Möhren. Erntet man Möhren mit Maschinen? Wahrscheinlich so riesen Flugmaschinen. Spargel wird ja per Hand ausgemacht, das weiß ich. Aber Möhren? Schon mal einer gehört, dass man polnische Landsleute einfliegen lässt, um Möhren zu ernten? Man hört immer nur von Polen, die zur Spargelernte kommen. Und eine interessante Frage, wie werden Möhren geerntet? Na, das reicht nicht ganz, da brauchen wir wohl noch eine Reihe. Ah, dann sind die Felder hier auch endlich mal fertig. So. Nehmen wir die. Die sieht gerade lustig aus. Ich weiß, dass ich jetzt die unreifen Dinger einfach mal mit ernte. Aber beim Ernten lässt sich das so schwer unterscheiden. Man sieht zwar ungefähr, wo unreife Dinger stehen. Aber im Endeffekt, der Verlust, den wir dabei haben, der ist minimal. Kartoffeln kommen gleich in den Ofen. Dann fangen wir mal beim Hafen an. Nehmen wir wieder mal unseren Spezialweg. Ja, dass der sich hier updaten kann, der Hafen. Und dann müssen wir halt noch schnell rüberfliegen, dass wir halt die nächste Karte noch kriegen. Aber ich glaube, der Hafen braucht sich nicht wirklich updaten. Das Feld hat sich jetzt hier so ein bisschen abgedatet. Hier mal mit rein. Am besten legen wir uns das gleich alles so ins Inventar rein, wie wir es brauchen. Dann müssen wir nachher auch nicht lange suchen. Wir knabbern jetzt einfach mal an der Möhre, weil wir es können. Und es wird dunkel und wir sind in freier Wildbahn. Und na, jetzt sind wir unten drunter. Das heißt, wir müssen da lang schwimmen. Ja, die Karte ist eigentlich so richtig sinnlos, denn in die Richtung werden wir uns höchstens mal vielleicht in ein paar Jahren ausbreiten. Oder wir könnten uns hier hinten einen großen Leuchtturm hinsetzen, der uns den Hafen leuchtet. Aber das Ding, da möchte ich dann vorher irgendwie wegreißen. Ob man von hier weit leuchten, weit laufen kann, weit fahren kann überhaupt. So, ich glaube, wir sind im Biom im Schank drin. Da machen wir das einfach mal hier. Ja, das sieht doch vortrefflich gut aus. So, und die Karte ist fertig erzeugt und wir können wieder zurück. Ah, da sieht man unser Leuchtfeuer da oben. Na, vielleicht doch nicht schlecht, dass wir hier so eine Karte haben. Theoretisch könnte ich jetzt auch einfach von hier einfach draußen drum herum laufen. Müssten wir nur dann einmal die Karte dann erneuern. Sind wir auf der Karte? Ach, wir sind schon im nächsten Bereich. So, jetzt lasst mich mal gucken, dass wir hier die Karten richtig hingelegt kriegen. Also 1, 2, 3. Die vierte. Ah, hier sind schon 4. Dann. Hier.
Sehr volles Inventar. So, gucken wir mal. Was sagst du mir? Du sagst mir, dass hier unten die Wüste ist. Durch die wir jetzt einmal komplett durchrennen. Schade, dass man das Feuer nicht sieht. Du kommst dann hier hin. Die war doch schon fertig erzeugt, oder? Ja, komplett. Dadurch, dass wir natürlich jetzt den ganzen Tag auf dem Kartoffelfeld verschwendet haben, geht es hier natürlich jetzt sehr langsam voran. Weil wir nebenbei auch noch immer aufpassen müssen, dass wir nicht in die nächstbeste Kreatur rennen. Wie zum Beispiel dieses Skelett dort oben. Und natürlich macht uns das noch zusätzlich das Inventar voll. Ich hasse dich. So, gibt es dann hier einen Eingang? Oh Gott. Ja, wir brauchen einen Eingang. Wo ich das Bett... Nein, das Bett habe ich nicht mehr hier stehen. Können wir die Karte noch erzeugen? Sind wir hier richtig? Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Karte? Das ist die Karte, die wir gerade noch hatten. Ja, wir scheinen hier richtig zu sein. So, der obere Rand ist jetzt... Ach Scheiße! Wie seid denn die jetzt nochmal erzeugt? Okay, die könnten wir dann theoretisch gleich wegschmeißen. Und noch eine erzeugen. Das heißt, wir brauchen noch ein neues Kartenformular. Ah, jede Menge Unholde. Ich brauche eine Karte, sonst bin ich verloren. Bumm. Hier ist die Karte, oder? Nein? Schon wieder die? Tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Dass wir uns endlich mal in Ruhe hier alles angucken können. So. Zumindest bis wir hier uns die Karten dann angeschaut haben. 16, 9, 17. Ist das die? Ah. Das sieht doch schon besser aus. Da sind wir jetzt auch ganz unten schon an der Kante. Also haben wir jetzt zweimal die 16. Irgendwie glaube ich das. Ja, 15 ist doch dasselbe wie 16, oder? Na gut. 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 Ist immer noch dunkel, aber wir hatten jetzt ein bisschen Ruhe hier, um uns mal die Karten anzugucken. So, die nächste Karte müssen wir jetzt an dem Turm hier erzeugen. Das ist jetzt ja nicht so krass bösartig. Ausnahmsweise. So. Damit ist auch das Inventar voll und wir müssten jetzt wahrscheinlich erstmal zurück. Ah, sieht man es ja schön. Alles, was unterm Turm liegt, sieht man jetzt hier auf der Karte. Na gut, wir könnten theoretisch das Knochenmehl wegpacken. Dann könnten wir noch die andere Seite des Dingens erzeugen, also unseres Tempels. Ich bin immer noch dafür, dass wir das Dach irgendwie ausleuchten. Haben wir Setzlinge dabei? Nö. Naja, die Grünanlage wächst immer weiter. Viel fehlt nicht mehr. Ja, da könnten wir hier schon mal die Karte erneuern. Das ist wahrscheinlich jetzt, warte mal, 15, 14, das wäre denn die 13, oder? Ha. So, die Leiter ist jetzt auch komplett drauf. Und jetzt gehen wir in die ganz andere Richtung. Gehen am besten gleich auf die Mauer drauf. Dann können wir das, den unteren Teil auch gleich mit erzeugen. Und dann ist das Inventar voll und wir gehen erstmal zurück. Legen die garstigen Kartoffeln in die Mikrowelle, um ein paar Backkartoffeln zu gewinnen, damit wir für unsere nächsten Reisen mal was Gesundes zu essen haben. Ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage, was Gesundes. Bah. So, schauen wir mal. Ja, also viel sieht man jetzt hier nicht. Aber wer weiß, was zukünftige Projekte bringen. Was ist das eigentlich geradeaus? Das sieht so gebaut aus hier an der Ecke da. So, gehen wir mal ganz hier rüber. Gucken, ob das Ganze dann erzeugt wird oder nur minimal dann am Rand. Das kann man so lassen. So, dann liefern wir jetzt erstmal alles ab, was wir bisher haben.
Nehmen jetzt mal den langen Weg aus Sicherheitsgründen, weil ich will nicht wissen, was hier alles gespawnt ist. Und das ist jetzt mal ein paar Folgen, wo wir jetzt einfach nur doof rumrennen. Das sieht interessant auf der Minimap aus, das Feuer, dass das so weiß ist. Ich weiß, woran es liegt. Die Minimap nimmt halt auch Misas Texture Pack. Und hat halt so keine Ahnung von den ganzen Animationsdingern, wo Misa jetzt halt keine Textur drin hat, sondern nur steht, ja, lad dir Misa runter und mach das mal. Und das sind dann halt diese paar blauen Punkte, die wir auf der Karte sehen. Also auf der Minimap oben in der Ecke. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt denn schon alles ablegen können. Hier war das hier. Hier war das hier. Hier war, da hat sich nichts erneuert. Das hier. Hier, das daneben. Haben wir da jetzt den Weg drauf? Hat er sich, ja, der ist drauf. Das hat sich schon im Vorbeigehen dann erneuert. Das ist natürlich auch schön. Hier sieht man jetzt auch den Weg. Was haben wir sonst noch? Das ist der hier. Jetzt haben wir den da unten natürlich nicht in der Ecke. Der ist dort ganz oben. War doch der ganz oben, oder? Ah! Karte. Das ist der hier. Nein, das kann nicht sein, dass das der ist. Gott, das fehlt jetzt auch noch. So. Die tun wir, ach ja, das war die 16, genau. Das war ja die doofe Karte da. Die wir doppelt haben. 15. 18 ist... der Turm? Aber den doch drauf? Tatsache. 11. Rito. 10. Das hier. Drei Karten fehlen noch. Zwei können wir noch machen, weil wir eine ja so bescheuert versammelt haben. So, das heißt, wir holen uns schnell zwei neue Karten. Haben wir hier noch Blätter drin? Eins. Was ist das Zeug? Redstone haben wir hier leider keins drin. Wir können mal ein Stack Kohle mitnehmen. Das könnten wir sicher gleich verbrauchen. So, die eine Kartoffel legen wir mal hier drauf. Die Karte können wir hier reinknallen. Redstone. Ein Redstone. So, dieses Pfeilchen, das sehe ich gerade, das können wir jetzt schon mal wegpacken. Ist ja gleich hier über ein Redstone, von dem wir eh schon viel zu viel haben, aber Redstone gibt ja immerhin auch Erfahrung beim Ernten. So. 8. Passt. 7. Passt. 11. Passt. Passt. So. Die Reste packen wir jetzt einfach mal hier rein. Jetzt brauchen wir eine neue Karte. Erstmal brauchen wir neue Zettel. Es geht sogar auf, das ist hier mal. Und Eisen. 4 Eisen. Uns fehlen die unteren beiden Karten und die oberen Karten. Und die eine obere Karte. Da jetzt hell ist, können wir uns einfach mal schnell frei bewegen. Und irgendwann soll dieses Kartenhaus halt auch mal ganz voll sein.
fände ich ganz toll, wenn wir das im Let's Play schaffen würden. Können wir da durchkrabbeln? Ja, oder? Da kommt nichts mehr. Nein, da kommt nichts mehr. So, jetzt müssen wir ganz weit in die Richtung hier runterrennen, sodass wir ungefähr etwas unter der Mauer sind, die wir links sehen. Warum ich jetzt hier hochkletter, weiß ich nicht, denn ich kann auf der anderen Seite gleich wieder runterspringen. Ich war schon einen Berg weiter, munkelt man. Ich bin ja schon ein... Hä? Wie bin ich denn hier hingekommen? So schnell fallen. So, boah, diese Weltladezeiten. Da vorne in der Höhle waren wir mal? Ist ja cool. Da sehe ich Eisen von hier aus. Ja, also das nervt dann schon so ein bisschen, wenn man dann... So, aber ich glaube, hier sind wir tief genug. Ich könnte auf der Minimap einfach schauen. So, mal schauen. Und das sieht gut aus. Ach so, der Turm da oben, den hatten wir gar nicht auf der Karte drauf. So, jetzt müssen wir in die Richtung hier weiterlaufen. Ach übrigens, ich habe beschlossen, ich werde wohl die Comments wieder einschalten. Kommen wir hier denn hoch? Einfach drumherum laufen am besten. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier so ein steiler Berg ist, wo man gar nicht hoch kann. Ich hatte ja mal gesagt, dass wir wirklich mal mit Kommandoblöcken ein paar Teleporter reinsetzen wollen, die uns wirklich mal weiter vom Spawn wegbringen, als wir ohnehin schon laufen. Damit wir dort eventuell Rohstoffe finden, neue. Bin ich schon runter? Ja, aber jetzt ein bisschen mehr in die Richtung, bitte. Damit wir hier nicht gleich die Fledermaus gehört. Ja, das soll auch noch in meine Kirche rein. Sobald wir Silk Touch Spawner wieder haben, soll in meine Kirche ein kleiner Fledermaus-Spawner rein, denn was wäre eine Kirche ohne Fledermäuse? So, hier sieht man jetzt auch das kaputte Feld, wo wir den Kies rausgekratzt haben. So, und jetzt müssen wir ganz nach oben zur letzten Karte. Und dann haben wir die Karte fertig. Theoretisch könnten wir jetzt auch noch in die Richtung weiter ausbauen. Ich habe übrigens sowieso vor, dass wirklich auf lange Sicht gesehen der Tempel dort die äußerste Grenze auf der Seite ist. Boah. Sind das viele. Und wir uns jetzt in die Richtung hier eher orientieren. Damit wir irgendwann beim Basislager 2 ankommen und dann dort quasi einen Zusammenschluss haben. So, ich hoffe, hier bin ich jetzt richtig. Aber eigentlich müsste ich hier richtig sein. Sieht doch ganz gut aus. So. Damit haben wir das Projekt mit den Karten auch abgeschlossen. Und eine schöne große Landkarte erstellt, die uns unsere nähere Umgebung zeigt, wo wir... dann auch bald taktisch planen können, wie es weitergeht. Was wir vielleicht mal bauen könnten, das wäre ein großes Sägewerk und vielleicht da drumherum so ein richtig dichter Wald. Also nicht so was Kleines, wie wir jetzt da oben in dem Wald haben. So ein kleines Forsthaus, ich meine schon so ein richtig großes Haus. Und auf unsere nächste Wandertour können wir dann leckere, gebackene, garstige Kartoffeln mitnehmen. So, was ist das für eine Karte? Kommt dorthin. O.O.
Ja, machen wir jetzt erstmal die Karten hier rein und dann wundere ich mich. So. Ja. Wir loggen einfach mal ein und aus. Ah, nur ein Ladefehler. Wie schön gleichmäßig sie alle laden. Nee, der lädt andersherum. So, und jetzt haben wir hier wirklich eine schöne Karte. Jetzt können wir auch hier hochklettern. Ja, vielleicht sollten wir da noch eine Reihe dran machen. Ich würde sagen, ein bisschen noch suboptimal, aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, sagen wir es so. Auf zum letzten Projekt, was sich jetzt wirklich schon stark verändert hat in den letzten paar Sekunden, Minuten, Stunden, die wir jetzt aufnehmen.